Doch ein kleiner Hinweis und auch eine Frage meinerseits. War das nicht erst schon mal ein toller Frau Weimarz, so wie wir ihn lange nicht mehr erlebt haben? Und ich denke, das ist jetzt hier ein großer Applaus, auch vor dem Hintergrund 125 Jahre St. Hubertus Schützengesellschaft Jones von 1898 e.V. Wir erwarten nun die Rückkehr des Königs. Wenn er Platz genommen hat, darf ich Sie ein wenig langweilen mit einigen Informationen über den Zapfenstreich. Und danach kommt es dann wirklich zum Zapfenstreich. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Sie haben sicherlich schon gemerkt, vor Jahren gab es sie beinahe selbstverständlich. Dann wurde sie im Laufe der Jahre immer weniger. Schließlich sah man sie gar nicht mehr. Und heute ist sie wieder auferstanden. Die Großfackel. Zwei Züge, beziehungsweise eigentlich drei Züge, haben zwei Großfackeln erstellen lassen, die wieder ein wunderbares optisches Bild und damit eine Bereicherung für unseren Schützenzug hier ergeben und damit unser Schützenfest wirklich auch optisch weiterhin abrunden. Ich danke hier insbesondere den Kompanien der St. Hubertus Schützengesellschaft, die das erlaubt hat, den Kompanien Germania und der Tell-Kompanie, die gemeinsam eine Fackel erstellt haben, und dann den Löstige Junge ganz zum Schluss, die etwas Besonderes dargestellt haben, die insgesamt die Jubiläen dieses Jahres, ihr eigenes 60-jähriges, aber auch das 650-jährige unserer Stadt und natürlich das 125-jährige unserer Gesellschaft dargestellt haben. Ich danke Ihnen dafür und hoffe, dass durch Ihren Applaus auch in Zukunft weiterhin Gesellschaften, Gruppen, einzelne Kompanien und Züge bereit sind, mit einer selbst erstellten Fackel das Ganze abzurunden und schöner zu gestalten. Dankeschön.
meine Damen und Herren, sehen Sie zum zweiten Mal den anderen Schützenwagen hier gebaut als Fackel, als Großfackel, sogar Rauch verbreitend. Auch hier, seht euch das an, Schützen sieht man, unsere Stadt zog, da ist etwas durchgestrichen. Die Stadt kenne ich nicht. Und der Zug feiert ebenfalls ein Jubiläum, nämlich ich sehe, es sind bei ihm 40 Jahre. Entschuldigung, 60 Jahre. Der Mathematiker kann nicht rechnen. Ja, hochverehrtes Königspaar, verehrte Gäste, liebe Schützen. Wer heute Nachmittag dabei war, durfte bereits einen ergreifenden Beginn des 125. Schützenfestes erleben. In den historischen Mauern unserer Burg Friedestrom, als dort der Fassanstich stattfand, begleitet von, das muss man sich aber auf der Zunge zergehen lassen, von 4 Musikkapellen, 3 Tambourchors und einer Musikkapelle, die tatsächlich einen vollen Klang und ein wunderbares optisches und akustisches Gefühl verließen, was sogar wirklich tief unter die Haut ging. Und nun haben wir uns hier versammelt am Schweinebrunnen, dem wunderschön gestalteten Eingang in die nun 650 Jahre alte Stadt Sohns hinein, um hier weiterzumachen mit dem Festgeschehen zum 125. nämlich mit dem Fackelzug und anschließendem Zapfenstreich. Das Wort Zapfenstreich kennt man im deutschsprachigen Raum seit etwa 500 Jahren. Man bezeichnete damit das abendliche Signal für den Beginn der Nachtruhe im Quartier der Soldaten. Dazu wurden in den Gaststätten und Schenken die Zapfhähne der Bier- und Weinfässer zugeschlagen und mit einem Kreidestrich gleichsam versiegelt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich um den Zapfenstreich herum ein reiches Brauchtum, in dessen Mittelpunkt von Spielleuten dargebotene Musikstücke standen. Hinzu kamen Umzüge von Musikchors, begleitet von Fackelträgern und zur akustischen Verstärkung Kanonenschüsse. Über Deutschland hinaus findet sich dieser Brauch heute auch in Österreich, in der Schweiz, in Belgien, in den Niederlanden und in Großbritannien. Hier Tattoo genannt, hat natürlich nichts mit dieser besonderen Form des Körperschmucks zu tun, sondern kommt vom englischen Tap to, und das heißt einfach Zapfen zu. Im 19. Jahrhundert übernahmen nun auch die Schützenvereine diesen Brauch. Ich sage, dankenswerterweise halten sie ihn bis heute hoch. Nun gibt es sicherlich zahlreiche Zeitgenossen, die unseren Zapfenstreich als, ja, ich will mal sagen, überkommenes, ja, militaristisches Zeremoniell ablehnen. Denen halten wir entgegen, unser Zapfenstreich versteht sich als achtungsvolle Würdigung und Ehrerbietung für das jeweilige Königspaar, in diesem Jahr für seine Majestät Helmut I. Leonhard und seine Königin Annette. Kleiner Applaus für das, was sie in dieser Saison schon getan haben und was sie noch weiterhin in ihrer Regentschaft für die Gesellschaft positiv tun werden. Darüber hinaus weist der diesjährige Zapfenstreich aber auch
auf die gesamte St. Hubertus Schützengesellschaft Zons von 1898 e.V. hin, die mit ihrem 125-jährigen Bestehen ein ganz besonderes Jubiläum feiert. Ein Jubiläum von tiefer zahlenmystischer Bedeutung. So symbolisiert die Ziffer 1 die Einheit und die Einzigartigkeit. Die Ziffer 2 ist die unabdingbare Voraussetzung für die Schaffung neuen Lebens bei Menschen, Tieren und Pflanzen. Und die 5 ist die Zahl der Beständigkeit und der Dauerhaftigkeit. Ich denke, somit ist die Zahl 125 eine besonders glückverheißende für unsere Gesellschaft. Doch möchte ich jetzt nicht langweilen mit weiteren Erläuterungen zur Kabbalistik oder Zahlenmystik. Kommen wir zurück zum Zapfenstreich selbst. Der Zapfenstreich beginnt mit dem Aufmarsch der Schützen und unter den Klängen des Yorkschen Marsches von Ludwig van Beethoven und der Meldung des Regiments an den Kommandierenden. Mit dem Kommando Serenade wird ein frei wählbares Musikstück eingeleitet. Heuer der Schweizer Soldatenmarsch des Schweizer Komponisten Ernst Lüthold. Auf das Kommando großer Zapfenstreich stillgestanden, folgt nun eine Reihe von Musikstücken, jetzt aber in fest vorgegebener Form und mit ganz bestimmter festgesetzter Reihenfolge. Es beginnt mit den sogenannten Locken zum Zapfenstreich. Daran schließt sich der preußische Zapfenstreichmarsch an. Ihm folgt eine Retraite von 3 Fanfarenrufen. Den Höhepunkt bildet dann der vom ukrainischen, ich betone bewusst wieder ukrainischen Komponisten Dmitri Bortnjanski geschaffene Choral mit deutschem Text unterlegt: Ich bete an die Macht der Liebe. Der Zapfenstreich endet dann mit dem Abspielen der Nationalhymne. Wie in den letzten Jahren, so spielt auch heute wieder zum Zapfenstreich auf das Stammerchor Zons unter Bataillöner Jan Brahns und die Musikkapelle Die Gora von 1978, heute unter Leitung ihres stellvertretenden Kapellmeisters Willi Thyssen. Als Solisten treten auf, wie immer von Zons, Christian Kramer und Martin Steins und seitens der Musikkapelle Gora von 1978, Tim Gritz an der Pauke und an der Posaune, Kapellmeister Peter Mahr. Ich denke, meine Damen und Herren, Ihnen ohne Übertreibung hier einen Augen- und Ohrenschmaus versprechen zu können, der sicherlich viele von Ihnen tief beeindrucken wird. Erwarten wir nun den Aufzug der ersten Abteilung der St. Hubertus Schützengesellschaft zum großen Zapfenstreich. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.